Schön, dass ihr weiter meine Videos verfolgt und ja, ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Let's Play Jade Empire. Und um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, werde ich jetzt meine Wahl treffen zwischen diesen beiden Waffen. Da ich nicht so der Fan vom Glück im Kampf bin, da man da immer mal auf die Mütze kriegen kann, obwohl der Name eigentlich gar nichts mit dem Kampf zu tun hat, entscheide ich mich doch lieber für Goldstern. Oder erzählt mir erstmal was über Goldstern, hä? Wie man sagt, wurde Goldstern als Geschenk für einen Wassergeist im Seidenraupenfluss angefertigt. Aha. Ein junger Adeliger überzeugte die große östliche Schlange, ihn zu den Sternen zu fliegen, wo er diesen Stab in einen Kometen schweifte. Ja, eine ganz normale Geschichte, ja. Mag sein, dass sich das jemand nur ausgedacht hat, aber dieser Stab ist echt. Er ist enorm hart und erlaubt es, Gegner auf Distanz zu halten. Eure Feinde werden schlottern, wenn sie ihn in euren Händen sehen. Ach, sie schlottern auch schon allein durch meine Hände. Aber ich nehme gerne Goldstern an mich. Ihr habt euch die Waffe wohl verdient. Ihr werdet sie brauchen gegen diese Banditen. Ja, gut. Solltet ihr merken, dass ihr nicht wirklich zufrieden seid, damit kommt wieder, wenn ihr mit den Banditen fertig seid. Wow, 14 Tage Rückruf, Garantie, Aktion und, ja. Cool, ich sollte gehen. Tschüss. Ihr solltet noch etwas wissen. Diese Waffen schlagen mit tödlicher Präzision zu. Um sie sicher handhaben zu können, muss man jede Bewegung mit hoher Konzentration. Ey, irgendwo im Dorf wird gerade ein Dorfbewohner vergewaltigt. Meister Lee hat euch ja so unterwiesen, dass ihr für diese Waffe bereit seid und die Belastung nicht zu groß ist. Trotzdem werdet ihr mit der Zeit müde. Ja, siehe Fokusleiste. Das ist oben, hier oben irgendwo so eine gelbe Anzeige, die beim Waffenbenutz immer mehr abnimmt. Und wenn sie leer ist, dann kann ich halt nicht mehr mit Waffe kämpfen. Weil ich zu schwach, dumm oder was auch immer bin. So, aber ich muss jetzt unbedingt zu den Dorfbewohnern, mein Freund. Das solltet ihr. Bis Meister Lee zurück ist, werden diese Leute sich auf eure Führung verlassen. Ich weiß, ihr werdet eure Sache gut machen. Wenn ihr mich gehen lässt. Älterer Schüler? Oh, bitte verzeiht, Waffenmeister. Ich wollte nicht stören. Beruhigt euch, Schüler. Warum seid ihr denn so aufgeregt? Die Banditen. Man hat sie schon unten am Ufer gesichtet und jetzt sind sie gerade auf dem Weg ins Dorf. Und da wolltest du nicht stören? Weiß der Meister Lee, dass sie schon hier sind? Meister Lee ist noch nicht mit Kiamin zurück. Sicher wird er bald kommen, aber bis er wieder da ist, brauchen wir eure Hilfe. Die kriegt ihr. Worum geht's? Also, okay, ich hau die Banditen und ihr lauft zurück zur Schule und warnt die anderen. Ich laufe zur Schule und verriegle das Tor. Das ist auch eine gute Idee. Geht hinunter zum Ufer und zeigt es diesen Banditen. Ich weiß, ihr könnt das. Ja, ich kann das. Ich und ich. Ich werde es tun. Jetzt geht zurück zur Schule. Ich bin sicher, eure Freunde haben ein paar neue Waffen, die sie unbedingt ausprobieren möchten. Hm. Stil erlernt, Goldstern. Jetzt kann ich hier mit einem Goldstern, Morgenstern unterstützen. Und da ist eine Schriftrollenständer, Dingsbums. Wer hätte das gedacht? Die Kunst des Kampfes. Der Stolz, die Vollkommenheit und die Erfolge einer Person spiegeln sich in vielen Dingen wider. Da wären zum einen der Geist und ich muss jetzt kämpfen. Vermächtnis von Meister Lee. Oh mein Gott. Versteckter Bonus. Ein Glück habe ich das Ding gelesen. So, ich werde es Stab. Stab. Und schon geht er down. Und ihr seht, wie fleißig die Energieleiste da oben abnimmt. Und wir sehen hier gleich eine Fokus- und Mana-Essenz. Mana? Chi, meine ich natürlich. So, aber ich werde wieder mit legendären Stoß hantieren. Weil der... Aua, ich wurde getroffen! Ah, weil mein Fokus mir zu kostbar ist für diese Luschen. Und meine Tritte viel effektiver sind. So, mein Freund, du kriegst ja auch noch einen auf den Latz. Oh, verfehlt. Oh, so. Ich wusste ja, jemand aus der Schule würde uns helfen. Niemand sonst hätte das tun können. Ein kurzes Dialog-Intermezzo. Bitte, mein Junge Nijo kämpft unten am Ufer gegen die Banditen. Aber wir brauchen jemand, der mehr Kampferfahrung hat. Da waren wir gerade auf dem Weg hin. Aber vorher müssen wir da unten... Ich ja, das höre ich auch. Oh, ihr fiesen Schweine, 4 gegen 1! Dem Himmel sei... Dem Himmel sei... Ja. So, komm her. Du kriegst auf den Deckel. Und du auch.
Oh, ich bin schneller. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Und er rennt mit Panikschreien davon und... Hey, ein Fass. Ich mache ein Fass auf. Wow. Und eine Truhe. Oh, geil. Ich fühle mich gerade wie bei The Legend of Zelda. Öffne irgendwelche Dorfbewohners fremden Tür... Truhe eines Dorfbewohners. Siehst du? Öffne fremde Tür... Türen. Oh Mann. Ich bin so stulle. Stulle ist gut und lecker. So, aber wir machen uns jetzt auf dem Weg zum Strand. Weil da ein heißer Kampf auf uns wartet. Und diese Zwischenspeicherung hat es mir gerade offenbart, dass uns ein harter Kampf bevorsteht. Ja, und wir große Angst haben sollen. Und wir sehen schon ein riesengroßes Schiff und viele Dorfbewohner, denen wir helfen müssen. Oh, Banditen. Okay, ich werde sie besiegen. Für euch. Wieder eins von diesen nutzlosen Dörfern. Ich werde unsere Vorräte auffrischen und anderswo weitersuchen. Euch muss ich natürlich alle töten. Hey, wir können doch reden. Wir können hier eine gepflegte Diskussion... Du altes Arschloch. Du Penner. Dafür töte ich deine Gefolgsleute. Batz! Ah! Die Sau schießt auf seine eigenen Leute und mich! Ist doch ein fieses Schwein! Ich muss es töten! Oh, noch mehr Banditen! Wow! Ja! Ja! Und ein spannender Kampf! Ich kann ja mal wieder ein bisschen variieren hier. Himmlische Welle, schön verlangsamt. Ein Special mit dem Verlangsamungsstoß. Und er ist immer noch verlangsamt. Er kann sich nicht mal rechtzeitig umdrehen. Und ich muss hier erstmal den Typen hier überraschen. Und es ist mir geglückt, ich habe ihn getötet. Er ist kampfunfähig. Oh, und ich werde hier seine Verteidigung durchbrechen mit einem kraftvollen Kick. Und mein Stab... Und ramme ich diesen Typen in den Rücken. Wer seid ihr? Jemanden mit euren Fähigkeiten würde man in diesem winzigen Dorf nicht erwarten. Lass uns lieber kämpfen. Ihr habt doch etwas Seltsames an euch. Kämpfen. Vielleicht nur eine Laune der Natur. Kämpfen. Oder aber ein Hinweis auf denjenigen, den ich suche. Was? Wen suchst du denn? Stellen wir euch auf die Probe. Diese Söldner sind nicht die einzigen Schrecken, die ich befehlige. Mal sehen, wie ihr hiermit fertig werdet. Und was kommt jetzt? Noch mehr Söldner? Hä? Ach du Scheiße! Okay, mein Ach du Scheiße war gestellt. Ich habe diese Geister erwartet. Aber ich habe trotzdem Angst. Falls es euch beruhigt. Falls es Spannung aufbaut. So, meine Freunde. Offies! Ah, immun! Immun! Der ist immun gegen Waffenstile. Okay. Ich muss aufpassen, das sind Fernkämpfer. Mann, jetzt roll dich doch mal zu dem Typen hin. Aua, und ich krieg meinen ersten Schaden reingepfeffert. Aber nichtsdestotrotz... Oh, geh doch mal dahin. Ha, ich hab gewonnen. Den hab ich's gezeigt. Puff. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Beachtlich. Ich war wohl eindeutig zu nachlässig bei meiner Suche. In diesem Dorf wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Was immer ihr zu verbergen habt, ich werde es finden. Verdammt, dann findet er meinen geheimen Schokoriegelvorrat. Oh nein, ich muss ihn verhindern, aufhalten, töten, was immer. Ich habe genug von euren Fähigkeiten gesehen. Ihr werdet jetzt sterben, damit ihr mir später nicht in die Quere kommt. Oh, zutiefst logisch. Oh ja, das ist so logisch. Meister Lee, schön, dass Sie da sind. Helfen Sie mir jetzt. Ich deute das als ja. Ihr. Du. Gut gekämpft, mein Schüler. Aber gegen einen solchen Gegner kann ich euch noch nicht antreten lassen. Oh, okay. Unfassbar. An einem so bescheidenen Ort hätten wir euch nie vermutet. Wir hatten eine Armee erwartet. Eure Strategie ist makellos, wie immer. Oh, ihr kennt euch. Soll ich ein Käffchen aufsetzen? Wollt ihr euch unterhalten? Ihr seid am Ende eurer Suche angekommen, Assassine.
aber niemand wird von eurem Erfolg hören. Oh. Mats! Mats! Jawohl! Mats! Cool, Meister! Das müssen Sie mir unbedingt beibringen.